Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Aktuell deutet alles darauf hin, dass auch der Mensch ab Herbst in der Mauser ist. Die Hühner sind es. Sie legen kaum oder selten ein Ei und wechseln ihr Federkleid. Der Hühnerkamm wird jeden Tag blasser und die rosigen Zeiten wunderbar fröhlich, hell und rot leuchtender Hühnerkämme ist vorbei. Hunde und Katzen sind es, das kann man sehen. Sie wechseln das Fell. Ansonsten zeigen sie ein etwas stärker als sonst ausgeprägtes Schlafbedürfnis. Die Hypophyse, die Hirnanhangdrüse unserer Haus- und Nutztiere, scheint aber darüber hinaus recht gut zu funktionieren. Jedenfalls sind sie gut gelaunt, lustig und lieb wie sonst auch. Aber wie sieht das bei uns Menschen aus? Schlechte Laune, miese Peter und es werden jeden Tag mehr und es wird jeden Tag etwas früher dunkel. Die Nasen laufen, die Schnupfenzeit beginnt und steigert sich bald in der Grippewelle. Viele sind müde, viele schieben ihren Frust vor sich her und wissen leider oft nichts anderes damit zu tun, als ihn, ganz egal, ob das nun gerecht, angebracht oder verdient ist, einfach so beim anderen abzuladen. Wenn wir Menschen in der Mauser sind, passiert das schon mal. Das ist die Hypophyse, die ist gerade defekt. Und weil man beim Menschen, wenn er in der Mauser ist, rein äußerlich nichts bemerkt, es ist ja nicht so, dass sich am Kopf plötzlich lichter werdende Stellen zeigen, sondern eher dunkler werdende Seelen, wäre ein Display auf der Stirn bei uns Menschen eine praktische Sache. Achtung, könnte man dann einfach so ablesen. Hypophyse zurzeit nicht in Betrieb. Alles klar, okay, also dann ciao, bis nächstes Jahr im Frühling wieder. Aber zum Glück gibt es einiges, was wir tun können, denn das Ganze geschieht aus dem Lichtmangel heraus. Und genauso wie die Hühner jetzt eine besonders eiweißreiche Ernährung brauchen, brauchen wir eine besonders vitaminreiche. Viel Obst und Gemüse und Krauti, wie die Italiener sagen, Sauerkraut eignet sich ganz besonders im Winter. Da kommen sie an gerade. Futter, 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 Mädels. Ja, Futter, wunderbares Futter gibt's. Kommt's, Kinder. Lenal. Und den Mädels tut jetzt, wie schon mal gesagt, Kartoffeln mit Quark ganz besonders gut. Und man sieht, wie es ihnen schmeckt. Und weil man aufpassen muss, dass die Hühner keine Kropfverstopfung bekommen, ganz fein zerstampfen sowas. Also diese Kartoffeln mit Brei sind, Kartoffeln mit Quark, sind jetzt so fein zerstampft wie ein Brei fast schon. Die Hühner brauchen jetzt ganz besonders viel Sonnenlicht und ich mache das jetzt zum Beispiel so, dass ich sie nicht mehr wie früher, wie normalerweise, wie im Sommer, die letzten 2 Stunden vor Dunkelheit aus dem Gehege rauslasse, sondern im gesamten Garten rumlaufen lasse, wenn ich da bin, sobald die Sonne scheint, damit sie so viel Sonne abbekommen wie nur möglich. Boah, ist das kalt.
Und auch uns tut es gut, jede Gelegenheit zu nutzen, ans Sonnenlicht zu kommen und rauszugehen, auch wenn man lieber zu Hause bleiben würde, weil es draußen kalt ist. Okay, zugegeben, mit Hund fällt das natürlich viel leichter. Wow, Sonne! Darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Sachen, die uns zu dieser Zeit, zu dieser Jahreszeit sehr gut tun. Zum Beispiel Zimt, Zink stärkt die Abwehrkräfte. Zimt tut gut, ist gesund und macht glücklich. Und ich finde, da kann man ruhig mal zu Nahrungsergänzungsmittel greifen. Fällt dir auf den Kopf die Decke, hilft ganz schnell Vigan-Toilette. Vigan-Toilette ist pures Vitamin D3. Das bekommen wir ansonsten zu anderen Jahreszeiten über das Sonnenlicht. Licht in jeder Form, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Ciao, für die Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop.